Blooper Team Aspire. Made by Unity. Und damit ein Hallo und herzlich willkommen, liebes YouTube-Universum, zu einem weiteren Spätabendspiel für euch. Und zwar handelt es sich um Layers of Fear. Und so langsam fade ich mich ein. Und ich sag auch mal zu euch, Hallöchen, liebe Freunde, los geht's mit Layer of Fear. Ich hoffe, ich krieg das mit der Webcam gebacken. Also ich krieg das schon gebacken, aber ich hoffe nur in-game. Ist die Webcam hell genug für euch? Zumindest, dass ich sie irgendwo hin platzieren kann. Aber das kriege ich schon irgendwie hin. Ich würde noch kurz gerne in die Einstellungen gehen. Das habe ich jetzt vorher vergessen. Schatten hauen wir mal hoch. Machen wir mal alles. Ja, Vollbild, Qualität, machen wir hoch. So, und würden das noch kurz übernehmen. So, perfekt. Brauchen wir mehr gar nicht machen. Und ich würde sagen, wir begeben uns jetzt in ein neues Horror-Let's Play. Ich wünsche natürlich dir und mir viel Spaß. Lädt. Es lädt immer noch. Und ich feiere die Musik hart, muss ich echt sagen. Die ist echt schön. Gott sei Dank muss das Spiel nicht so lang laden, sondern man kann gleich mitten in die Action starten. Ich sollte vielleicht ganz kurz mein Handy auf die andere Seite legen, damit ich ab und zu mal auf die Uhr schauen kann. Okay, und los geht's. Bis gleich. I know how you must feel. Lost. Alone. Hopeless. You probably deserve it. But even for you, there is still a way. A way to bring it all back. The one precious thing you ever truly desired. Finish it. So, und ich würde sagen, wir beginnen einfach mal. Ich hatte mit Layers of Fear leichte Probleme. Es wollte bei mir am Anfang nicht starten. Okay, scheiß Wetter. Es wollte am Anfang bei mir nicht starten, aber ich habe es dann doch noch hinbekommen. War ganz komisch irgendwie, ich weiß auch nicht. Aber das spielt jetzt keine Rolle. Und hier sehen wir ein sehr, sehr schönes Bild. Die Grafik sieht auch echt nice aus. So funktioniert das. Wow. Ein echt schönes Haus. Kann man nicht aufmachen? Oh.
Was ist Spacebar? Ah. Triumph eines Künstlers. Galerieeröffnung bringt Kritiker zum Staunen. Manche nennen ihn den neuen Caravaggio. Andere vergleichen ihn mit Van Eyck. Ein von Ehrfurcht ergriffener Kritiker, der nicht namentlich genannt werden will, ging sogar so weit, sich auf den Geist des großen Leonardo zu berufen. Egal wie Sie es ausdrücken wollen, die Ausstellung war ein durchschlagender Erfolg. Der ausgeprägte Stil von ist für seine einzigartige Mischung von Renaissance-Einflüssen sowie fortschrittlicheren Technik gepriesen worden. Der Künstler selbst besuchte die Veranstaltung gemeinsam mit seiner hinreißenden Verlobten. Atemberaubend anzusehen in ihrem schwarzen Abendkleid enthüllte für uns exklusiv, dass das Paar tatsächlich bald Nachwuchs erwartete. Schön. Kann ich irgendwie... Spacebar ist Enter. Ist Leertaste, natürlich. Wie komme ich da jetzt weg? Mit Escape. Okay. Was haben wir hier noch? Wie heißt der Hund? Lockdale. Mulligan. Alter, ich... Popkel. Oder Popkel, schätze ich, heißt der Hund. Ich schätze, das ist ein Halsband. Oh, der Effekt von den Scheiben ist ja mega nice. Haben wir hier nochmal was? Sehr geehrter Herr, wir bitten Sie höchstlich darum, unsere Schädlingsbekämpfer nicht wieder zu belästigen, sowie von weiteren höchst unangemessenen Schreiben an uns Abstand zu nehmen. An dieser Stelle möchte ich Sie darauf hinweisen, dass meine Mutter eine äußerst respektable Dame ist, die nicht besonders gütig auf derartige Anschuldigungen reagiert. Alle unsere Mitarbeiter, die ihr Anwesen besucht haben, konnten keinerlei Hinweise auf einen Schädlingsbefall feststellen und entschieden sich daher zu keinen weiteren Maßnahmen, außer einer lediglichen prophylaktischen Giftausbringung. Wir bitten Sie, dieses Schreiben als unsere letzte Warnung anzusehen. Andernfalls wird der nächste Brief, den Sie erhalten werden, von unseren Anwälten stammen. Mit freundlichen Grüßen, Carl Denton. Also... Ist das ein Handy? Weil das sieht aus wie ein Handy. Kann man nicht... Oh. Ich befasse mich gerade ein bisschen zu sehr mit diesem Raum. Oh. Oh. Ah, ich kann man ja auch aufmachen. Wer ist das? Das werden wir nie erfahren. So, das sind Nutella. Bourbon Whisky. Alles klar, die gute Flasche. Kann man nicht einstecken. Ja, was soll es denn sein? Layers of Fear ist ein kleines Horror-Game. Wie gesagt, bekommt ihr auf Steam. 20 Tacken kostet das Ding. Boah, ihr könnt ja wirklich alles aufmachen, ey. Und kann man sich ruhig mal gönnen. Die Grafik ist sehr nice. Das gab es Early Access schon mal vor ein paar Monaten. Und jetzt ist es halt raus. Mein Herr, ich habe Ihre Werkstatt wie gewünscht nicht angerührt, wobei ich mir nicht vorstellen möchte, was für ein Chaos darin steckt, herrscht. Wenn Sie sich wirklich so sehr um den Zustand des Raumes sorgen, sollten Sie vielleicht besser darauf achten, wo Sie Ihre Schlüssel liegen lassen. Ich habe sie zurück in ihr Büro gebracht. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Schön, schön. Das ist abgeschlossen. Da können wir nicht rein. Hier können wir rein. Hier wollen wir noch nicht rein. Das ist der Keller. Den lasse ich mal noch in Ruhe. Hier irgendwas. Es tut mir leid wegen gestern, du hattest recht, ich habe überreagiert. Es ist nur so, na, es geht nicht um mich, es geht um sie. Alles, was ich mache, mache ich mit ihrem besten Interesse im Hinterkopf. Ich schätze, ich habe immer geglaubt, dass es in einer imperfekten Welt einen Wert hat.
nach Perfektion zu streben. Ach, jetzt fange ich an, wie mein Vater zu klingen. Ich werde noch an meinem Temperament arbeiten, versprochen. Wir reden später weiter. Ich liebe dich. Oh, goldig. Also wir wohnen hier nicht alleine und ich schätze, dass das unsere Bude ist. Hey. Oh, ich kann hinzoomen. Ich bin gerade schon... Alter. Ah. Lol, ich bin voll in die Mäusefallen reingetreten. Hat aber keinen interessiert. Können wir hier hoch? Ne, können wir nicht. Kann ich nicht auslösen. Schade. Okay. Little Winnie und Partner, Sie haben ein Rattenproblem. Rufen Sie uns an und vergessen Sie es. Schnell, effizient und diskret. Ja, die haben wir ja angerufen und dann hat es ja wohl nicht funktioniert. Also ich scheine irgendein Problem mit Ratten zu haben. Ich würde jetzt hier mal ganz kurz noch reinschauen. Abgeschlossen. Das ist ja schön. Kann ich mich ducken? Kann ich nicht. Wo ist denn hier ein Lichtschalter? Ah, schön. So. Gucken wir uns hier nochmal. Also die Grafik, da kann man echt nichts gegen sagen. Die Grafik ist wunderschön. Rattengift. Wir scheinen eine Phobie zu haben, kann das sein? Alter, da sollte lieber mal die Badewanne putzen, bevor er da irgendwelche... Familie Agiles Prothesen. Unterkieferprothese. Wie zum Teufel konnten die bloß die Länge versauen? Schauen wir uns mal an. Wir sehen uns ja tatsächlich. Wow. Macht mir voll Angst. So. Wow. Oh, ich bin gerade mega erschrocken. Alter, mein Herz ist schon wieder so auf Horrorspiel getrimmt. Das wollte ich gar nicht vorstellen. Okay. Gehen wir mal hier rein. Ah, schön. Rotwein. Da können wir was machen. Dachte mir schon, dass du die ganze Nacht wach bleibst, also habe ich dir eine kleine Leckerei gemacht. Weißt du, ich wette, selbst ein Rembrandt hat ab und zu eine Pause vom Brillantsein gemacht. Und wie der Rest von uns gewöhnlich, pack einfach geschnarcht. Ich weiß schon, Japs. In anderen Worten, geh endlich mal schlafen, du Trottel. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch, wer auch immer du bist. Das Haus ist recht nice. Da ist noch mein Zettel. Gibt viel zu lesen, aber Leute, glaubt mir, das ist nur der Anfang. Wir werden noch Spaß an dem Game haben. Da bin ich mir sicher. Farben. Goldrosa. Gebranntes Umbra. Sienna. Pinsel mal 25, Lufterfrischer mal 50, Äpfel 10 Kilo, Schnaps 30 Stück. Perfekt. Schöne Gemälde hängen hier rum. Okay, jetzt gehen wir mal da rein. Gut. Okay, ist nur eine Art Speisekammer. Oh, lecker Äpfel. Also, boah, die Grafik ist echt der Obershit, ey. Gut. Machen wir mal Licht aus, Strom sparen. Na? Tür machen wir zu. Wir heizen ja nicht für draußen. Und hier machen wir auch mal zu. Gut, dann begeben wir uns tatsächlich jetzt mal in den Keller. Und ich glaube, hier geht es so richtig los. Oh, lol.
Boah, ich sehe. Ich sehe halt wirklich fast gar nichts. Ich hätte das Game vielleicht ein klein Stück heller stellen sollen. Lesen, 3, 4, 5, 3. Schreiben, 4, ja, das sind alles Zahlen. Sport vom Unterricht entschuldigt. Notendurchschnitt, 4, 4, 4, 3. Ach, das sind Zeugnis, steht ja oben drüber. Da haben wir eine gesehen. Wir haben tatsächlich Ratten im Haus. Warum hat er keine gesehen? Okay. Oh, das juckt meine Nase. Das ist gerade abartig. Leute, das wollte ich gar nicht vorstellen. Oh, voll die schöne Geige. Ich würde gern Geige spielen können, um ehrlich zu sein. Abgeschlossen. Okay, dann gibt es hier, glaube ich, auch nichts mehr. Gut, das lassen wir mal offen. Hier war ja dicht. Gehen wir mal hoch. Also ich glaube, das hier wäre so ziemlich das letzte Bild, das ich mir in Gang im Flur hängen würde. Okay. Oh, Junge. Okay. Hm. Irgendwelche Noten. Kann man erkennen, was es für ein Lied ist? Trio? Ne. Oh, Alter. Hör auf, ey. Das gibt's doch nicht. Habe die ganze Nacht gearbeitet. Weck mich nicht auf. Oh shit. Oh, ich will nicht in das Bett schauen. Ich will da jetzt nicht reinstarten. Oh, Manak. Okay. Oh, Leute. Ich häng dich mal ein bisschen tiefer. Nicht, dass du im Bett. Im Bett. Am Tisch. So. So. Okay, alles gut. Entschuldige, ich konnte nicht schlafen. Das Bein hat wieder Ärger gemacht. Dachte mir, ich könnte genauso gut etwas arbeiten. Ich liebe dich. Gehstock. Aber wenn der Gehstock hier ist, ist der doch auch nicht weit gekommen, oder? Sind wir die Mieter von dem Haus? Galactics, große Öffnung in Flammen, verzehrender Brand, im neuen Kaufhaus, Dutzende kämpfen, noch um ihr Überleben. Die lang erwartete Eröffnung des neuen Galactic-Kaufhauses wurde eine Hölle auf Erden, als ein Kabelbrand das Gebäude in Flammen aufgehen ließ. Während es der Mehrheit der Besucher gelang, die Notausgänge rechtzeitig zu erreichen, wurden mehrere hunderte unglückliche Besucher im Hinterteil des Gebäudes von den Flammen eingeschlossen, ohne Chancen darauf, dem flammenden Inferno zu entkommen.
Die genaue Anzahl der Verletzten konnte noch nicht bestimmt werden. Jedoch gehen Schätzungen davon aus, dass mindestens ein Dutzend Personen schwer verletzt wurden. Der Besitzer des Galactics, Ronald Sheffield, hat bisher jeglichen Kommentar zu dem tragischen Ereignis abgelehnt. Ja, würde ich ehrlich gesagt auch machen. Kann man dich nochmal anmachen? Schade. Das neue Gesicht der Musik. Eine Nacht in der Oper wird eine Nacht zum Erinnern. Mag zwar noch kein bekannter Name sein, aber warten Sie es nur ab. Die unglaublich begabte Multi-Instrumentalistin gab letzte Nacht eine verblüffende Vorstellung, durch die sie selbst die passionierteste Zweifler überzeugen konnte. Sie war einfach erstaunlich. Solche Leidenschaft, Energie und Fähigkeit habe ich schon seit Jahren nicht mehr gesehen, äußert sich der berühmte Pianist Daniel Richter. Es war nicht der einzige mit seinem Lob. Es schien sogar, dass Anthony Gillis, einer der schärfsten Kritiker von »Sie endlich in einem anderen Licht« sieht. Von Gillis war man bisher eher geringschätzige Kommentare über die Künstlerin gewohnt, wie zum Beispiel, es gehört mehr dazu, Musik zu machen, als bloß Enthusiasmus und ein hübsches Gesicht. Nach der gestrigen Vorstellung darauf angesprochen, ob er seine bisherigen Kommentare bereue, erhielten wir von Herrn Gillis einen Gesichtsausdruck, der lediglich als eine Mischung aus Ehrfurcht und Peinlichkeit gedeutet werden konnte. Auf Neues. Ah, okay. Gut. Ich weiß jetzt schon, ich werde mich nachher erstmal dezent einkacken. Oh, das ist nicht gut. Ja, wir machen jetzt erstmal die Seite. Abgeschlossen, Gott sei Dank. Auch ein schönes Bild. Haben wir hier keinen Lichtschalter? Doch, die haben einen Lichtschalter. Wow, dieses Bild. Okay, krasses Bild. Mein lieber Freund, lass mich dir eine Frage stellen. Hast du völlig deinen gottverdammten Verstand verloren? Ich weiß, dass du im Moment eine schwere Zeit durchmachst. Ich verstehe das wirklich, weshalb ich mich dazu bereit erklärt hatte, dich diese Illustration malen zu lassen, auch der guten alten Zeiten wegen. Ich habe dir sogar ganz bewusst eine ganz triviale Aufgabe gegeben, weil ich dachte, Rotkäppchen wäre etwas, dass du im Schlaf zeichnen könntest. Womit ich nicht gerechnet hatte, war dieser verrückte Zündstoff für Albträume, den du für eine gute Nachtgeschichte für Kinder eingereicht hast. Eher friert die Hölle zu, als dass ich das benutze. Und ich bereue es sehr, dass ich mich dazu bereit erklärt hatte, dich im Voraus zu bezahlen. Bitte komm mal wieder klar, dein alter Kumpel Liam Prickstone. Hau, was verhauen? Naja, passiert. Es tut mir leid, ich mach's wieder gut. Heute Nacht geht es nur um dich und mich. Lass es uns zu etwas Besonderem machen. Du hast es versprochen. Wir haben einen Schlüssel aufgesammelt. Hey. What the fuck sind das für... Okay. Ach, das sind Gehalter. Ich hab mega erschrocken, weil ich dachte, was ist das denn wieder von Scheiß? Jetzt müssen wir gucken, wo der Schlüssel reinpasst. Ich gehe noch da hinten rein und dann... Ah, hier ist auch noch eine Tür. Die ist dicht. Wanderer. Errungenschaft freigeschaltet.
Oh, ein alter. Okay, hier sind wir eindeutig im Kinderzimmer. Okay. Ich lass mal offen. Halt. Eins wollte ich noch kurz gucken. Hat sie auch ein Licht? Nee, dieser Raum hat kein Licht. Der Hund war goldig. Ja, den fand ich süß. Okay, gucken wir mal, wo der Schlüssel reinpasst. Ich ahne es. Müssen wir wahrscheinlich wieder runter. Oh nein, da passt er rein. Oh Gott. Oh Gott. Es ist abgeschlossen. Ja, Leute, das war Layers of Fear. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Haut rein. Bis dann. Ciao. Ich will nicht mehr. Jetzt ist es gut. Ich mag einfach nicht mehr. Okay, hier steht keiner. Das ist schon mal schön. Jetzt sind wir im Atelier von ihm. Boah, das sieht schon so krass aus. Und das ist auch nicht so cool. Oh, oh, oh. Oh ja, hier genau, jetzt soll man sein neuestes Werk enthüllen. Da freue ich mich ja. Das ist alles Pinsel. Alter. Abgeschlossen. Abgeschlossen. Das sind Flaschen oder Farben? Ich schätze, das sind Farben. Okay, wir machen jetzt das hier noch. Ich durchsuche wirklich alles. Ich habe es so satt, dass wir über diese, dass wir uns über diese Zettel unterhalten sollen. Um Gottes Willen, wir leben im selben Haus. Komm mal da raus und rede mit mir, bevor du dich schlafen legst. Gut, das hat wieder sehr viel ausgesehen. Gut. Abzeichen. Es bleibt uns hier nichts anderes übrig. Verloren. Du verdienst es. Beende es. Willkommen bei Layers of Fear. Attention, folks. Speak of jokes, this is one on me. Took my gal to a dance at the armory. Music played, dancers swayed, then we joined the crowd. You know I can't dance, but took a chance, and right then we started. Stumbling all around, stumbling all around, so funny. Stumbling here and there, stumbling everywhere, and I must declare, I stepped right on her toes, and when she bumped my nose, I fell, and when I rose, I felt ashamed, and told her, that's the latest step, that's the latest step, that's the latest step, my honey. Notice all the pep, notice all the pep, notice all the pep. She said, stop mumbling, though you are stumbling. I like it just a little bit, just a little bit, quite a little bit. Young and small,
short and tall, folks most everywhere. Take a chance, do this dance, they think it's a bear. People rave, and they crave just to do this step. Off they go, nice and slow, when the band starts playing. Stumbling all around, stumbling all around, stumbling all around, so...